Tag, wir haben nach 12. Ich lese European Union Law von Oxford University Press und ich sage es in jeder Folge, ich finde den Titel dieses Buches, das vom House of Lords in Großbritannien genehmigt worden ist, zum Kotzen. Und vieles, was in diesem Buch steht, ist einfach nur daneben. Der Podcast hat deshalb auch einen anderen Titel als den Titel des Buches. So, The Development of EU Law ist der zweite Abschnitt im ersten Kapitel Introduction. Und es gibt kein EU Law. Die EU hat Verordnungen und Richtlinien und beschließt keine Gesetze. Und an der Stelle kriege ich einfach nur richtig schlechte Laune. So. Es hat sicherlich auch was damit zu tun, dass im House of Lords in Großbritannien viele ihren Parlamentssitz falsch verstehen, dass solche Bücher so auf den Markt kommen sollen. Und ich finde es einfach nur daneben. So, ich mache mein Zeichen weg und ich lese jetzt erstmal einen etwas längeren Abschnitt auf Englisch vor. Das Ganze soll möglichst den zeitlichen Rahmen von einer Dreiviertelstunde nicht überschreiten, deshalb stelle ich mir die Eieruhr. The development of EU law. In the early days, the EU focused upon economic integration, the free movement of goods, personal capital and services, collectively known as the Four Freedoms, along with competition law and control of government support to industry known as state aid. The basic idea was simple but fundamental. Due to closer trade, ties state would become dependent on each other and thus the imperative to go to war would be reduced. However, the material scope, that is to say the subject of matter of EU law, has been widening beyond these issues for many years. For example, the original treaty establishing what was then the European Economic Community, EEC in brackets, already made some reference to social policy, but due to concerns about the impact of economic integration upon social standards, the EU has since developed a significant body of law in this area. Owing to growing concern about environmental protection and consumer protection, including the possible impact of economic integration upon national environment and consumer law, the EU has also developed law in these areas too. Even an area of law which in principle the EU largely leaves to the member states regulate, healthcare is significantly affected by the economic integration process. Ich krieg schon das Kotzen, wenn ich es nur vorlese. This is a spillover effect which Jean Monnet, one of the founding fathers of the EU project, hoped would occur once the process of integration had started. As the theory of neo-functionalism, und ich sage es direkt, neo-functionalism ist einfach nur Scheiße. Es wurde in der Vergangenheit inflationär benutzt und es wird auch noch heute benutzt und beschrieben und es ist einfach nur die größte Scheiße, die man sich ausdenken kann. Genauso wie diese Formulierungen in diesem Buch, die größte Scheiße sind, die man machen kann. Man macht einfach nur kaputt damit. As the theory of neo-functionalism describes is integration in one sector necessitates integration in another sector to ensure that the advantage of integration in the first sector is maximized.
So member states would legitimately obstruct the free movement of goods to concerns about consumer protection or the environment. Und ich sage es nochmal. Es gibt Nationalstaaten. Die Idee von Nationalstaaten ist wichtig. Und es kann nicht sein, dass man sui generis, heißt das, ich weiß gar nicht, ob das später kommt oder hier schon. Egal, aus sich selbst heraus sich einfach anmaßt und aneignet, sowas entscheiden zu dürfen und souverän demokratisch gewählten Regierungen, die legitimiert sind, so reinzureden. Es ist so dermaßen zum Kotzen, was sich da abspielt, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. So member states could legitimately obstruct the free movement, das habe ich, this necessitates harmonization in these sectors in order to facilitate free movement of goods. Sehe ich auch wieder anders. Warum der freie Warenverkehr dazu führen muss, dass Umweltschutz in allen Ländern gleich abläuft, ist mir so dermaßen nicht klar. Das kann mir keiner erzählen. Und an der Stelle, wer sich so eine Scheiße ausdenkt, hat wirklich einfach nur einen Pinnel im Kopf und sollte vor keinem Mikrofon und Parlament mehr treten, egal wie windig demokratisch das gewählt worden ist. So. So, ich fange an zu übersetzen. The development of EU law, die Entwicklung von EU law. Und die Entwicklung von EU law sieht folgendermaßen aus. Es gibt ein Buch, da ist das erste Mal genannt worden. Es ist von De Gruyter Berlin, 1985. The Integration through Law ist hier angegeben. Und dann war der Begriff da und der hat da nichts zu suchen. So, die Entwicklung von EU law, von der Schwachsinnskonstruktion EU Law. In the early days, the EU focused upon economic integration. The free movements of goods, persons, capital and services, collectively known as the Four Freedoms, along with competition law and control of government support to industry, known as state aid. Also in den frühen Tagen hat sich die EU auf den ökonomischen, auf den wirtschaftlichen Integrationsprozess, auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit konzentriert. Der freie Warenverkehr, der freie Personenverkehr, der freie Kapitalverkehr und die Möglichkeit, in anderen Ländern Dienstleistungen zu erbringen, the free movement of services, collectively known as the Four Freedoms, gemeinsam als die vier Freiheiten bekannt, gingen einher with, along with competition law and control of government support to industry, gingen einher mit Wettbewerbsrecht, Wettbewerbsgesetzen, und das ist schon der erste Fehler, da darf auf gar keinen Fall Law stehen, Wettbewerbsrecht, Wettbewerbsrichtlinien, und Bar, ja, und dem and control of government support to industry known as state aid, und das ist auch wieder ein falsch. Die haben Subventionen sind kontrolliert worden und das ist auch nicht der Fall gewesen. Die EU hat ein Etat bekommen und konnte subventionieren. Nationalstaaten dürfen weiterhin souverän entscheiden, wo Subventionen hinfließen. Es ist einfach eine absolute Unverschämtheit. Wenn so ein Blähkörper, ich nenne das jetzt mal beschönigten Blähkörper, wie die EU sich rausnimmt, souverän gewählten Regierungen vorzuschreiben, wo man Wirtschaft unterstützen darf und wo nicht. Es ist eine einzige Frechheit, dieses, was hier in dem Buch steht. The basic idea was simple but fundamental. Due to closer trade, tie states would become dependent on each other and thus the imperative to go to war would be reduced. Also da fehlt ein Komma, ich sag's nochmal.
The basic idea was simple but fundamental. Due to closer trade, ties, states would become dependent on each other, and thus the imperative to go to war would be reduced. Ich gucke jetzt einfach mal bei ties, states nach. Das sind zwei Wörter. Mal gucken, ob ich da was finde. Den Ausdruck kenne ich schon ein bisschen länger. Ich brauche, um dieses Buch vorzulesen, ein einsprachiges Wörterbuch. Mit was anderem komme ich nicht zurecht. Es gibt Leute, die können das mit einem zweisprachigen, da bin ich zu doof zu. Das ist das Wörterbuch von Oxford University Press, Advanced Learner's Dictionary. Fasten with string rope to attach or hold. So. Hier, England tied with Germany in the first round. Heißt unentschieden spielen. England tied 2-2 with Germany in the first round, da kenne ich das ja. Das heißt, Remis steht es. Es heißt aber auch zusammengebunden. Im Wettbewerb heißt es, man sorgt für einen Ausgleich. Assoziiert. Tie somebody down to restrict somebody's freedom, for example, by making them accept particular conditions or by keeping them busy. Kids tie you down, don't they? Das ist wieder so ein Ausdruck, der ganz viele Bedeutungen im Englischen hat und ich nenne das fuzzy. Dadurch wird Englisch fuzzy und man kann Englisch vielfältig deuten. Und wenn man es dann versucht zu übersetzen, naja, Ties States kommt hier nicht vor. Die EU Ties States, die EU verbindet oder verknotet Staaten, ja. So, ich werde es mit verknotete Staaten übersetzen. The basic idea was simple but fundamental. Die grundlegende Idee war einfach, aber wirklich grundlegend. Die hat das Fundament gelegt. Due to closer trade, engerem Handel geschuldet, mussten zusammengebundene Staaten sind dadurch would become dependent on each other, sind dadurch abhängig voneinander geworden, and thus the imperative to go to war would be reduced, und es gab dadurch wurde der Befehl, der Automatismus in den Krieg zu ziehen, verringert. Also es sollte eine engere Wirtschaftspolitik geben und dadurch sind die Nationalstaaten zusammengebunden, zusammengefügt worden und sie sind voneinander abhängig und können so Krieg vermeiden. Es gibt keinen Automatismus mehr oder nur noch einen sehr kleinen Automatismus, miteinander Krieg zu führen.
Dafür wird über andere Sachen gestritten, zum Beispiel die Einschränkungen dieser Four Freedoms, die da oben genannt worden sind, the free movements of goods, persons, capitals and capital and services, collectively known as the Four Freedoms. Das ist die ursprüngliche Idee dahinter. Und das Ganze sollte mit Staatsverträgen geregelt werden. Gesetze sind da gar nicht vorgekommen. Und deshalb, ja, finde ich das fragwürdig. So, damit ist der Absatz zu Ende. Das ist das, was ich immer machen wollte, einen Absatz übersetzen. Und ich werde einfach mal ein Stück weiter vorlesen, weil ich noch eine halbe Stunde auf der Uhr habe. So, den Absatz, der da kommt, habe ich auch schon vorgelesen. Ich mache dann: This necessitates harmonization in these sectors in order to facilitate free movement of goods. Und dann kommt hier schon, das ist dieses Neofunctionalism, diese Seuche, die sich ausgebreitet hat und die dazu geführt hat, dass es zu jedem staatlichen Organ ein EU-Organ gab, das meinte, damit reinreden zu dürfen oder meint, damit reinreden zu dürfen. Es ist einfach nur ganz große Scheiße, was sich da abspielt. Ich reg mich wirklich regelmäßig darüber auf, vor allem, wenn ich EU-Politiker reden höre oder Leute, die was mit der EU zu tun haben. Die sollen diese vier Freiheiten, the free movement of goods, persons and Capitals and Capital and Services kontrollieren beschützen und dokumentieren, wo das funktioniert hat und wo das nicht funktioniert hat, diese Dokumentation offenlegen und dadurch dafür sorgen, dass es dass Europa prosperiert, dass die Wirtschaft wächst, dass Menschen mehr Waren haben, dass Menschen leichter Dienstleistungen im Ausland oder von anderen EU-Bürgern in Anspruch nehmen können, dass Menschen leichter verreisen können, dass es möglich ist, in Spanien an einen Geldautomat zu gehen mit seiner Sparkassenkarte aus Engelskirchen und da Geld abzuheben und dass dann von mir aus da Peseten oder Euros rauskommen. Das ist, die Nationalstaaten wollen das so, dass da Euros rauskommen, damit habe ich auch kein Problem. Das sind Aufgaben, die der Europäischen Union zustehen und der ganze Rest ist einfach nur anmaßend und zum Kotzen und demokratiefeindlich und ich habe damit ein Riesenproblem. So, ich lese jetzt einfach erstmal weiter vor. Taking this one stage further, if exporters of goods within the EU are really to benefit from the economies of scale offered by the single market, then they need to enjoy the certainty offered by having a single currency. It was this biggest step of all that was launched by the Maastricht Treaty in 1992. Which set out a framework for the EU to create an economic and monetary union, in brackets EMU. EMU. For the French president. Monsieur le président, on a EMU. Vous avez des écus. The majority of member states now share a single currency. And in connection with this, the EU coordinates member states' fiscal and economic policies. Das ist auch so nicht richtig. Das macht nicht die EU, das macht die Europäische Zentralbank in Frankfurt. Ich mache mir hier ein Fragezeichen und Ausrufezeichen. Dann, wenn ich das übersetze, will ich dazu was sagen. Ich kriege so dermaßen ein Hass auf solche Scheißbücher, die vom House of Lords rausgegeben werden, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Es sorgt wirklich nur dafür, dass kein Schwein mehr weiß, wer für was verantwortlich ist und gar nichts mehr richtig funktioniert.
Das schlägt sich hier weiter durch bis in die Kommunalpolitik von der Scheißstadt, in der ich lebe. Ich sag's nochmal, ich habe hier für 480 Euro ein verschimmeltes Drecksloch angeboten bekommen von einem angeblich gemeinnützigen Verein und ich habe keinen anderen Wohnraum zur Verfügung gestellt bekommen. Und es liegt wirklich daran, dass sowas so gemacht wird und so getan wird und jeder schreit hier, ich darf das, ich kann das und dann am Ende passiert. Es ist nur dummes Gelaber und keiner handelt wie abgesprochen. Und jetzt kommen von so einem angeblich renommierten Verlag wie Oxford University Press solche Bücher raus, in denen auch nur Scheiße steht. Und ich habe einfach nur einen Hass da drauf. Und ich kann auch nichts anderes machen, als es vorlesen, übersetzen und meine Meinung dazu sagen. So. Und deshalb höre ich jetzt auf. Das ist nicht gut, wenn ich jetzt weitermache. Ich reg mich sonst zu sehr auf. Dann geht Lebensqualität flöten. In meinem verschimmelten Drecksloch hier auf der Thüringer Straße in Solingen.